drastisches Eschensterben, 100 Schüler weniger in Deutschklassen und Wirtschaftspark Ibstal soll wachsen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu M4 aktuell. Die Experten schlagen Alarm. Aktuell soll es keine gesunde Esche mehr in österreichischen Waldflächen geben, insbesondere in den niederösterreichischen Regionen wie den Donauauen in Korneuburg und Tulln, aber auch im Schutzwaldbereich im Alpenvorland. Hier hat sich das Absterben dieser Baumart drastisch entwickelt. Schuld sei ein pilzlicher Erreger, das sogenannte falsche weiße Stängelbecherchen, das vor rund 20 Jahren vermutlich aus Nordostasien über Polen eingeschleppt wurde. Die Wissenschaft sucht derzeit im Versuchsgarten in Tulln nach resistenten Pflanzen. In Niederösterreichs Deutschklassen werden laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch Bildungsministerin Iris Rauskala dieses Jahr weniger Schüler erwartet. Rund 500 sollen die Klassen besuchen, das sind um 100 Schüler weniger als im Semester 2018-2019. Jene Kinder, die als außerordentlich eingestuft werden, müssen in 15 bis 20 Wochenstunden nach eigenem Lehrplan Deutsch lernen. Diese Deutschförderklassen finden aber erst ab 8 Schülern statt. Am 29. September 2019 findet die Nationalratswahl statt. Um einen reibungslosen Ablauf der Wahlhandlung am Wahltag gewährleisten zu können, erhalten Wahlberechtigte eine Wahlinformation, die zur Stimmabgabe mitgebracht werden soll. Auch die Mitnahme eines amtlichen Lichtbildausweises ist verpflichtend. Gewählt werden darf ab 16 Jahren Bürgerinnen und Bürger, die am Wahltag das Wahlalter erreichen, den Hauptwohnsitz in Amstetten haben, im Wählerverzeichnis verzeichnet sind und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, besitzen das Wahlrecht. Die Briefwahl ermöglicht eine Stimmabgabe per Post. Dafür muss extra eine Wahlkarte beantragt werden. 10 Jahre nach der Gründung der gemeindeübergreifenden Gesellschaft Wirtschaftspark Ibstal GmbH planen die Gemeinden Weidhofen an der Ips, Ipsitz, Opponitz, Hollenstein und St. Georgen am Reit die Weiterentwicklung des Standortes. Angedacht sind 3 weitere interkommunale Betriebsgebiete in Weidhofen an der Ips, Opponitz und Hollenstein. Bis Jahresende soll der Schlüssel zur Aufteilung der Kommunalsteuer ausgearbeitet werden. Demnach soll ein stärkerer Ausgleich zwischen den strukturstarken und strukturschwachen Gemeinden stattfinden. Das waren Sie, die aktuellen Nachrichten aus der Region. Ich darf mich ganz herzlich fürs Zusehen bedanken und wünsche Ihnen jetzt noch gute Unterhaltung mit unserem Programm auf M4TV. Auf Wiedersehen.